Hi Leute, das ist Thorsten. Willkommen zu einem weiteren kleinen Commentary-Video hier auf unserem Kanal. Ja, das Gameplay geht nur 2 Minuten lang und das liegt daran, dass GGC Dust spielt und wie im Titel schon genannt, spielt er gegen NLG Pros. Nämlich heute gegen das ganze Team Apex hat er zufällig in der Lobby gefunden und er spielt auf Countdown NLG CTF5 und verliert 5:0. Allerdings hat er noch eine KD von plus 3 und wir wollen daraus so eine kleine Serie machen. Und zwar, das heißt, immer wenn wir irgendwie mit Pros in Lobby kommen, also Leute, die ein bisschen bekannter sind, dann haben wir uns gedacht, laden wir das einfach hoch, egal was unsere KD ist, ist uns scheißegal. Und dann könnt ihr das einfach gucken, wie wir eben auf die Fresse bekommen. Und ich glaube, es wäre ganz amüsant mal so ein bisschen, da viele von euch ja auch gemeint haben, oder was heißt viele, ein paar vereinzelte, ja, ihr spielt ja nur gegen Noobs, was ich eigentlich total erbärmlich finde, weil ich meine, was können wir davon... Wenn wir mit Noobs in eine Lobby kommen, ich meine, dann quittet man ja nicht oder so. Und des Weiteren, die No-Scope-Montage kommt erstmal nicht. Da, ja, warum? Weil unser Editor gesagt hat, das ist zu viel Arbeit und das glaube ich ihm auch. Denn das sind 200 Clips, die er erst runterladen muss, aufnehmen muss, auf den Computer ziehen muss, editieren muss und dann wieder auf YouTube hochladen muss. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir lieber erst den V6-Trailer. Und das macht eigentlich auch nichts, denn ich glaube, der wird eigentlich ziemlich nice. Wir legen viel Wert auf Editing. Lied haben wir schon festgelegt, werde ich jetzt allerdings noch nicht verraten. Sonst wird wieder nur rumgeflamed. Und ja, was gibt's sonst Neues? Ich habe zwei Commentaries geplant. Einmal mit einem COD-Kommentator. Da wollen wir so ein bisschen drüber reden, über so das Verhältnis zwischen COD- und Halo-Kommentatoren und einfach auf das Thema so ein bisschen mehr eingeben, warum es mehr COD-Kommentatoren gibt. Und dann noch einmal mit dem Tylo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der bringt COD- und Halo-Videos, was ich geil finde eigentlich. Und ein paar Gameplays hatte er immer bei Max FPS. Und uns ist allerdings leider noch kein Thema eingefallen. Das heißt, wenn euch eins einfällt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Dann überlegen wir uns was dazu und werden was kommentieren. Ja, gut, das war's auch meinerseits. Bis zum nächsten Mal.